Hi, du bist? Pascal Wehrlein. Du bist von Beruf? DTM-Rennfahrer. Für Mercedes-Benz. Wow, du fährst also DTM. Deine wievielte DTM-Saison ist das? Meine zweite. Deine beste Platzierung letztes Jahr war? 10. Platz. Dein Saisonziel für dieses Jahr war? Rennen gewinnen. Glaubst du, das ist das schnellste Interview, das du jemals gemacht hast? Ich denke ja. Weil wir sind in einer Achterbahn, im Silverstar, im Europapark Rust. Hier mal kurz der Blick rum. Das ist ganz schön steil. Wir haben jetzt noch 42 Sekunden Zeit. Was ist deine Lieblingsrennstrecke? Macau. Macau? Macau. Da fährt aber die DTM nicht. Ja, aber die Formel 3. Und? Ja. Welche Platzierung hattest du dort? 4. Platz. Los geht's! Scheiße, ich kann nicht weiterfragen, das ist zu hart. Ja. Wie viele Rennen gibt es dieses Jahr in der DTM? 10 Rennen. Wie viele Auslandsrennen? Keine Ahnung. Ja. Topspeed in der DTM. 260. Querbeschleunigung in der DTM. 3,5 G. Wow. Und das haben wir hier ungefähr auch. Yes. Wie oft bist du schon den Silverstar gefahren? Heute schon 3-4 Mal. Jawohl. Jetzt reicht's. Und ich hoffe, dass dieses Interview funktioniert. Ja, weil nochmal machen wir das nicht. Sehr gut. Foto. Ja, und yay. So. Haben wir gebremst? Drauf. Ja. Haben wir drauf. Denke ich doch auch. Sehr gut. Vielen Dank. Gerne. Und ich wünsche eine erfolgreiche Saison. Danke.